90 Minuten, eine Tribüne, 25.000 Fußballfans. Und was die im Innersten zusammenhält, das zeigt der Dokumentarfilm Wir, die Wand. Herzlich willkommen, werte Zuschauerinnen und Zuschauer, bei TTT. Ein abendfüllender Fußballfilm ohne eine einzige Fußballszene und dennoch ereignisreich, überraschend, mitreißend. Ja, das geht. Die Kamera beobachtet die Menschen in der Süd des Dortmunder Westfalenstadions. Genauer 11 von ihnen. 11 sehr unterschiedliche Fans, die man so hautnah erlebt, dass man die 11 unten auf dem Rasen keine Sekunde vermisst. Auf der Südtribüne findet das andere Leben statt. Und das ist für die echten Fans, gar keine Frage, das Bessere. Hier wollen alle nur das eine, diesen Moment und den möglichst oft. Tore als Erlöser. In der Südtribüne zu stehen, ein Fußballspiel von dort aus zu betrachten, das ist an emotionaler Intensität, glaube ich, nicht mehr zu toppen. Und ich glaube auch, diese Ungehemmtheit, das wird auch in dem Film an einer Stelle gesagt, die ist phänomenal. Laut, voll und massiv. Ein Monument der Kollektivunterhaltung. Mit Plätzen für 25.000 Zuschauer. Das ist die Südtribüne im Dortmunder Westfalenstadion, die Wand. Diesen Sehnsuchtsort für die Fans von Borussia Dortmund zeigt jetzt ein WDR-Dokumentarfilm. Das ist ein Film, der sich nicht nur mit den 25.000 als Einheit beschäftigt, sondern mit einzelnen Mauersteinen, Wandbestandteilen, die sich also alle 14 Tage zu den Heimspielen treffen. Mich interessieren die Menschen in dieser Tribüne, in dieser größten Stehplatztribüne Europas. Menschen wie Holztechniker Borsti, der immer Stunden vor dem Anpfiff aufläuft. Nur damit er in Ruhe, maximal akribisch und faltenfrei seine Banner aufhängen kann. Oder die Rentnerin Karin, die nach einem Schicksalsschlag Energie in der Wand auftanken kann. Sie hat hier ihre zweite Familie gefunden, verpasst nie ein Heimspiel. Und all die anderen, Taifun der Ordner, Sachbearbeiterin Ute. Von Mathematikprofessor Matthias über den Ex-Bergmann Heinz bis zu Ann-Kathrin, der Prostituierten. Auf der Südtribüne ist jeder gleich, ob arm, ob reich. Fällt ja gar nicht auf, ob einer ein Millionär ist oder links ist. Wir laufen alle gleich rum. Wir haben alle unser Trikot an und Dings, wir sehen alle gleich. Im Tor mit der Nummer 1, Roman! Mit der Nummer 4, Neven! Mit der Nummer 8, Ilkay! Mit der Nummer 9, Robert! Dieser Film geht eigentlich gar nicht. Ein Fußball-Epos ohne jede Spielszene. Der Ball hat hier die kleinste denkbare Nebenrolle. Und dennoch ist es eine Hommage an den deutschen Lieblingssport. Und eine Hommage an das Ruhrgebiet, seine Menschen wie Karin. Ich habe circa ein Dreivierteljahr im Rollstuhl gesessen. Und ich hatte dann diesen Arzt gefragt, ob ich ins Stadion dürfte. Er sagte, Frau Fehn, in Ihrer jetzigen Situation und alleine für Ihre Psyche wäre es ganz toll, Hut ab, dass Sie dahin möchten. Die Wand als Therapie und als emotionaler Durchlauferhitzer. Fluchen wie die Kesselflicker. Was immer drin ist an Aggressionen, hier kann es raus. Die Sprache in der Wand ist direkt, unmittelbar, zum Teil sehr brutal. Also das gesamte Sprachrepertoire, was wir auch auf deutschen Theaterbühnen finden, die finden sich auch auf der Südtribüne in Dortmund. Für uns beide war das kein Abseits. Aber er hat die Fahne hochgehabt. Genau. Das Altersheim muss zusammen. Ja, genau, das Altersheim hält zusammen. Hey! Starke Töne, starke Bilder, die in den Bauch gehen. Als stünde man mittendrin. Ist aber Kino, dabei ganz exklusiv. Denn Karten für die Wand Dortmunds Südtribüne sind auf Jahre ausverkauft.